Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und ich nehme dich heute mit, und zwar geht's einkaufen. Ja, wir werden heute ab in den Lidl gehen. Meine Diät ist vorbei, Krankheitsphase ist vorbei. Ich bin bereit, wieder Muskulatur drauf zu packen. Dementsprechend brauchen wir natürlich was? Einen vollen Kühlschrank. Richtig. Dementsprechend ab jetzt in Lidl. Mal gucken, ob wir da drin filmen können. Und dann schauen wir mal, was so in den Einkaufskorb kommt. Was ganz wichtig ist, Leute, auch wenn wir jetzt 8 Grad haben, wenn ihr rausgeht, habe ich gelernt, zieht euch die Jacke an, denn wir wollen ja nicht krank werden. Ganz, ganz wichtig. Also, ab geht's. Schal anziehen. Dein Hals ist ja wieder frei. Eine Ewigkeit später. Ich bin back. Konnte leider nicht filmen, Freunde. Aber ich habe nur Einkauf mit nach Hause gebracht. Alter, die Kiste ist so schwer. Da merkt man erstmal, ja, wenn man einkaufen war, was ich ja normalerweise nicht mache, dass man da auch bei Muskeln aufbaut, ne? Brauche ich heute eigentlich nicht mehr ins Training. Oh, hell no! Angefangen, Leute. Natürlich erstmal, wie immer, ich stelle mal die Kiste hier auf den Boden, damit wir auf dem Tisch ein bisschen Platz haben. Hier, Leckereien kommen zum Schluss. Erstmal, was wichtig ist in meiner Ernährung, ist auf jeden Fall weiterhin Obst und Gemüse. Jetzt werden viele Leute sagen, im Aufbau, Daniel, brauchst du doch nicht so viel Obst, Gemüse. Leute, esst euer Obst, esst euer Gemüse. Warum? Mikronährstoffe braucht das Land, Vitamine braucht das Land. Wir wollen in dieser Jahreszeit nicht krank werden. Ich bin jetzt auch noch nicht in dem Stadium, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin so hoch mit den Kalorien, ja, und schon so lange im Aufbau, dass ich keinen Hunger mehr habe. Denn Obst und auch Gemüse haben halt eben den Vorteil, dass sie viel Nahrungsvolumen mit sich bringen, ja, bei relativ wenig Kalorien. Aber das soll nicht der Grund sein. Ja, mir geht es erstmal primär darum, hier eine ausreichende Ladung Vitamine auf jeden Fall am Tag zu haben, Ballaststoffe am Tag zu haben und natürlich auch die Mikronährstoffe. Dementsprechend haben wir hier einiges an Obst und Gemüse. Ja, hier könnt ihr auch Vielfalt walten lassen. Bei uns gibt es eigentlich standardgemäß aktuell im Winter ein paar Orangen, es gibt ein paar Tomaten. Wir haben immer Paprika im Kühlschrank, ne? Also Paprika ist immer am Start. Ich habe hier auch die Dosen gekauft, weil die waren im Angebot. Ich habe verglichen. Ja. Weil ansonsten kriege ich zu Hause Ärger hier. Das stimmt doch gar nicht. Hätte ich die teuren Paprikas gekauft, du hättest mich gehauen. Das stimmt. Also, dann haben wir hier noch ein paar Karotten auf jeden Fall am Start. Wir haben hier Bananen am Start, nur 3 Stück. Alina isst keine Bananen. Ich bin der einzige Bananenesser hier in diesem Haus. Ich esse auch Bananen. Du isst Bananen, wenn du dir mal einen Shake machst, alle 5 Jahre. Das stimmt auch. Ja, komm noch. Ja, da gibt es einen Eisbergsalat. Nutzen wir meistens, um einen Burgersalat zu machen. Das ist jetzt auch eine Mahlzeit, die Status Quo ab und an noch drin ist. Würde ich grundsätzlich im Peak-Aufbau wahrscheinlich den meisten nicht empfehlen. Aber da wir jetzt so diese Transition haben, also erstmal dieses langsame Reingleiten in den Aufbau, ist das, denke ich, noch in Ordnung, ja, bis sich der Hunger halt eben vollkommen reguliert hat am Ende des Aufbaus. Und dann bin ich auch wieder gut am Start. Als letztes vom frischen Obst und Gemüse haben wir noch Äpfel. Äpfel essen wir richtig viel, ja. Also da gibt es jeden Tag mindestens einen bei mir und auch bei Alina. Deswegen haben wir hier viele Äpfel. So, als Kohlenhydratbasis täglich, ja, mit am Start Brötchen, ja. Hier haben wir Weizenbrötchen einmal. Wir haben hier einmal Dinkelbrötchen mit am Start. Wir haben ja noch einmal Weizenbrötchen am Start. Und einmal haben wir noch, ich glaube, das sind Bauernbrötchen. Ja. Also ihr seht auch hier ein bisschen Vielfalt. Ich versuche einfach allgemein nicht so eintönig zu essen. Seht es auch hier schon am Obst und Gemüse. Ja. Hier ist das Ganze sehr, sehr bunt gemischt am Start. Einfach nur, damit wir halt verschiedene Vitamine haben, ja, verschiedene Mikronährstoffprofile, Spurenelemente, Mineralstoffe. Denn jedes Lebensmittel hat so eine andere Basis. Weil ich mir einfach keinen Kopf darüber machen will, wie ich meinen Ernährungsplan Stück für Stück zusammenbaue, dass das Ganze am Ende des Tages sich super ergänzt. Es ist einfach sehr diversifiziert, ja, und dementsprechend auch hier beim Brötchen ein bisschen was an Vielfalt. So, dann als weitere Quelle Nudeln, Fusilli, ja, ist eine gute Kohlenhydratquelle, Nudeln, muss man aber darauf achten, wenn man, ja, so viele Kohlenhydrate am Tag konsumiert, dass Nudeln als Kohlenhydratquelle tendenziell viel Protein haben. Hier mit 12 Gramm, im Gegensatz zu den Brötchen, hier Weizenbrötchen, 8,7 Gramm, hier die Bauernbrötchen beispielsweise 9 Gramm. Dass man einfach halt eben hier auch darauf achtet, ja, wenn man eine dicke Nudelmahlzeit isst beispielsweise, wird man wahrscheinlich nicht so ein gutes Aminosäurenprofil haben, sofern man kein Fleisch mehr zusetzt oder Käse oder etwas. Ja, also auch immer ein Tipp von mir, ja, wie ich es mit der Praxis handhabe, wenn ich Nudeln esse, ja, entweder trinke ich einen Shake
vorher, was ich aber in letzter Zeit nicht mehr viel mache, oder ich ergänze das Ganze mit Käse, ja, oder beispielsweise auch mit einem Fleisch, ja, und da braucht ihr auch gar nicht so viel. Es geht nur darum, ein gewisses Aminosäureprofil, gerade auch was Leucin und die essentiellen Aminosäuren angeht, aufzubauen. Dann geht's weiter. Ich habe die Gurke vergessen. Ja, wichtig, Gurke fürs Brötchen, genauso wie Tomaten. Und wir haben hier Zitrone, ja, machen uns meistens immer so ein Zitronenwasser oder für auf den Lachs drauf. Ansonsten wird Zitrone eigentlich gar nicht gegessen. Weiter geht's mit einem frischen Brot. Ja, also ihr seht, hier in diesem Haushalt lieben wir Brot. Ja. Brot ist wirklich auch eine geile Carbquelle. Ich finde auch, ehrlich gesagt, stimmt die Basis zwischen Kalorien, ja, und Nahrungsvolumen bei Brot ziemlich gut und auch der Sättigungsfaktor ist ziemlich gut. Dementsprechend auch hier noch Brot am Start. Wenn man in dem Anfangsstadium des Aufbaus ist, kann man sich da natürlich jetzt auch noch mit leichtem Aufschnitt bedienen. Wenn man dann halt eben weiter im Aufbau ist, könnt ihr Marmelade drauf machen, Honig drauf machen, sodass ihr mehr Kohlenhydrate habt und das Ganze auch schneller ins System geht. Dann könnt ihr auch richtig viel von dem Brot essen, ja, oder von Brötchen essen und werden damit auch langfristig gut aufbauen können. Dann haben wir für das Brot natürlich auch noch ein bisschen Aufschnitt. Einerseits gibt es hier das erste Mal Fleisch, ja, Fleischaufschnitt mit Hähnchen, Filet, Roulade, eine extrem geile Quelle. Meiner Meinung nach könnt ihr natürlich immer auch in allen möglichen Variationen essen, auf dem Brot, irgendwie in euren Nudeln, in euren Hähnchen, einfach so auf Maiswaffeln, Reiswaffeln. Dann geht's weiter und zwar sind wir hier im Hause extreme Fans von körnigem Frischkäse. Körniger Frischkäse bei uns in jedem Einkauf, 6 Stück mit dabei und das ist immer ein Wocheneinkauf, ja. Also wir rasieren hier auf jeden Fall dick körnigen Frischkäse weg, ja, in diesem Haushalt. Deswegen hier 6 mal körniger Frischkäse. 2 mal Magerquark, brauche ich denke ich nicht viel zu sagen. Standard Bodybuilding, Proteinquelle, ja, sehr, sehr viel Casein noch mit drin. Gönne ich mir meistens so an Restdays. Ich vertrage es nicht so gut, muss ich sagen, so vor Trainingstag oder an Trainingstagen vor dem Training. Und abends essen wir meistens irgendwas Gekochtes, deswegen meistens so Magerquark eher tendenziell am Restday. Dann haben wir hier noch einmal die Alternative zu Magerquark und zwar Skyr. Müssen wir auch sagen, haben wir lieben gelernt, ne, ist gar nicht so viel teurer. Nee, ist ja eigentlich fast genauso teuer. Ich mag es persönlich mehr. Also besser als Magerquark. Ich auch, aber irgendwie kaufe ich trotzdem oft noch Magerquark. Ich glaube, deswegen der Konsistenz so. Ja, das kann sein. Also irgendwie habe ich nicht immer so Bock auf diese Joghurtkonsistenz. Aber Skyr auf jeden Fall auch gut. 55 Gramm Protein auf so einen Becher. Im Vergleich zu Magerquark. Magerquark hat halt 60 Gramm Protein. Ja. Und so ein körniger Frischkäse, 300 Gramm, 37 Gramm Protein. Also alles auf jeden Fall Portionsgrößen, ne, für mich, für Alina meistens die Hälfte. So, dann haben wir nicht nur einen, sondern wir haben direkt hier 8 mal Protein Pudding. Ja, ist immer mit am Start. Wichtig, Freunde. Ja. Ist ein guter Zwischensnack, ein Proteinpudding, kann man immer wieder reinbolzen. Ich würde da empfehlen, auch wenn ihr ja, plus 70 Kilo wiegt, plus 80 Kilo wiegt, auf jeden Fall 2 Stück zu essen. Ja, darunter kann man drüber streiten, ob man vielleicht auch mal einen isst, aber sehe ich absolut keinen Sinn drin, wenn ich ehrlich bin. So, und dann haben wir noch einmal zu guter Letzt ja, Gemüse. Einmal französisches Pfannengemüse, Kaisergemüse, meistens mische ich das so ein bisschen. Wir haben Beeren, Heidelbeeren, französisches Pfannengemüse, Kaisergemüse und ich habe hier noch einmal Sauerkirschen gekauft. Geil. Geil. Ja. Geil. Sauerkirschen sind eigentlich so der Geheimtipp, ne? Ja, die sind echt gut. Auch Porridge oder so, Schwarzwälder Kirsch angehaucht, ist schon gut. Dann gab es bei mir auf dem Weg noch einen Proteinshake, ja, damit ich auch auf dem Weg, das ist leer, ja, gut mit Aminosäuren versorgt bin. Und da kommen wir gleich mal zu einer weiteren Thematik und zwar Proteinquellen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier fast ausschließlich, bis auf das Hähnchen, nur Proteinquellen in Form von Quarkprodukten, Milchprodukten. Ja. Das hat den Grund, dass wir einerseits Protein von Evo Sports Fuel bekommen. Das bedeutet, bei Evo Sports Fuel könnt ihr mit dem Code KWK die besten Rabatte sichern. Dort haben wir unser Whey-Protein, wir haben für Veganer das Vegan-Protein, wir haben auch ein Clear Whey und das sind meistens so 2 bis 3 Mahlzeiten bei mir persönlich am Tag schon. Dementsprechend kaufen wir auch relativ wenig Protein, außer Eier. Eier haben wir aber jetzt auch noch im Kühlschrank. Und zum anderen ist es so, dass ich diese wunderbare Ehre habe, von der Fleischerei Schäfer versorgt zu werden. Ja, die Fleischerei Schäfer bietet eben hochqualitatives Fleisch. Ja, da weiß man, wo es herkommt, man weiß, wie es verarbeitet wird. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Also auch wenn ihr dort euer Fleischbedarf decken möchtet, ja, mit dem Code DanielKBK spart ihr auch dort 10%
Rabatt. Und jetzt zu der harten Thematik. Erstmal noch ein bisschen Milch für Alinas Kaffee. Brauche ich nicht viel zu sagen. Und für Cornflakes. Dann haben wir hier noch einmal Pizza. Die belegen wir uns meistens. Beispielsweise mit dem Hähnchen, das ich gekauft habe. Das ist Pizza Margarita. Und was darf nicht fehlen? Die Gustavo Gusto. Die beste Pizza, die es gibt. Ist wirklich so. Die ist wirklich super, super gut. Und macht sie so, wie es auf der Verpackung steht, dann wird die auch richtig gut. Und auch die könnt ihr selbst nochmal belegen, ja, wenn ihr sagt, ihr braucht noch ein bisschen mehr Protein. Aber, meine Freunde, die hat auf die Pizza, ja, schon 40 Gramm Protein, 39 Gramm, was schon mal gut ist, und 103 Gramm Kohlenhydrate bei nur 29 Gramm Fett. Also, die ist anders, die Pizza. Und natürlich zum Abschluss des Tages haben wir auch noch ein bisschen was an Eis. Einmal hier im Angebot gekauft. Habe ich mir schon fast gedacht. Hast du dir gedacht, ja? Ja. Double Star Chasers. Chocolate Caramel Popcorn. Schön die probiert. Wird auf jeden Fall getestet. Die sind für die Alina. Kleine Mini-Eis, ja. Weil die meistens nicht so viel Hunger hat. Und dann haben wir hier noch einmal Magnum Double Caramel. Das gab es auch schon lange nicht mehr, ne? Das gab es auch schon lange nicht mehr, aber das ist auch einfach geil. Früher immer gerne gegessen. Bin ich nass geschwitzt hier vom Erzählen, ja. Das war der Fitness-Einkauf, mein Fitness-Aufbau-Einkauf. Ihr seht es relativ gleich zu dem, was ich auch vorher gegessen habe, aber natürlich jetzt in der Menge mehr. Haferflockenmenge wird erhöht, Brötchen wird ein bisschen mehr gegessen, ein bisschen mehr Nudeln, Reis und so. Und dementsprechend, ja, haben wir hier meinen Einkauf. Und wenn dir das Video gefallen hat und wenn ich dich nochmal mitnehmen soll, auch in den Supermarkt selbst, ja, wenn ich nochmal einen Versuch starten soll, dann schreib es mir in die Kommentare. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke für die Benachrichtigung aktivieren. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out.